Ja, also solche Messen sind natürlich immer da, um die innovativen Dinge sich auch ganz gezielt anzusehen. Und ich glaube, dass Menschen, gerade wenn sie zu Hause wohnen und pflegebedürftig sind, Unterstützung brauchen, dass sie Sicherheit brauchen, natürlich weiter durch die Menschen, die sie pflegen. Aber es gibt auch technische Möglichkeiten, das zu unterstützen. Also im Bereich der Sicherheit denke ich zum Beispiel daran, dass wir inzwischen selbst Teppichböden haben, die feststellen können, wenn ein älterer Mensch zu Hause gestürzt ist, die dann selbsttätig Alarm auslösen, wenn der Mensch nicht wieder aufsteht. Und es gibt viele weitere innovative Dinge, wo man Menschen, die zu Hause bleiben wollen, auch dann, wenn es in die Pflegebedürftigkeit hineingeht, noch einmal unterstützen kann, ihnen auch Sicherheit geben kann. Das Besondere an dieser Leitmesse ist die Möglichkeit, sämtliche an guter Pflege Beteiligten zu treffen. Die Vernetzung der Profession ist in der Altenpflege das A und O. Zudem bietet diese Messe die Möglichkeit, Innovationen zu erfahren und zu erleben. Es wäre ganz, ganz wichtig, dass wir möglichst schnell die Rahmenbedingungen für die Arbeitskräfte im Bereich der Pflege verbessern können. Das würde heißen, die Vergütungen müssen angemessen sein und die Verhandlungen zu einem Tarifvertrag sollten bestmöglich abgeschlossen werden.